Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist ein Wunsch vom Tunay92 dran. An dieser Stelle vielen Dank an dich. Er hat sich Power Rangers für den Game Boy gewünscht. Und ich muss sagen, ich bin kein Power Rangers Fan. Irgendwie ging dieser Hype um die Power Rangers damals an mir vorbei. Ich fand es schon immer so leicht zu billig produziert und so weiter. Vielleicht war ich auch da einfach aus dem Alter schon raus, das irgendwie abzufeiern. Ich bin ja Baujahr 81 und ich glaube, die kamen dann irgendwann so 93, 94 auf. Da hatte ich denn eher schon andere Interessen, so ein bisschen zumindest. Auf jeden Fall hat er sich das Spiel gewünscht. Falls ihr auch mal euch ein schlechtes Spiel wünschen möchtet, was ich hier spiele, egal ob 8 oder 16-Bit, haut es mal in die Kommentare rein. Ich schreibe alles auf eine lange, lange Liste. Da sind schon einige Einträge drin. Das heißt, nicht wundern, wenn euer Wunsch nicht sofort drankommt. Aber irgendwann arbeite ich bestimmt alles ab, hoffe ich zumindest. Aber genug der langen Vorrede, würde ich sagen. Wir schauen hier einfach mal rein. Also so der Ersteindruck so vor dem Menü finde ich geil. Also die Titelmusik, die ist ziemlich gut umgesetzt worden und geht schon richtig ab. Man kann hier grooven ohne Ende. Aber ich würde sagen, mal gucken, woran es hier hakt. Okay, also grafikmäßig finde ich, sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Boah. Nehmen wir mal Trini. Trini ist ganz schön muskulös, sehe ich gerade. Okay. So, okay, ist das ein Brawler? Passt ja. Okay, wir können schlagen, wir können springen. Zack. Okay. Also wie gesagt, Musik gefällt mir. Fangen wir mal mit den Positiven an. Oh, eine coole Katze. Sehr schön. Ja, aber ich würde sagen mal, das Gameplay. Also, wenn man einen Brawler macht, dann sollten doch wenigstens die Kämpfe gut sein, oder nicht? Also, das ist irgendwie irritierend, dass die mit dem ersten Schlag schon erledigt sind. Ich glaube, das war nicht bei der Serie. Wie gesagt, ich bin kein Experte da. Aber ich glaube kaum, dass sie sich da immer irgendwie in Luft aufgelöst haben, plötzlich. Es kommt auch immer nur einer. Also, wenn ich mir denke, so Turtles, ne? Der Brawler auf dem Gameboy. Der ist ja ziemlich gut. Der macht es tausendmal besser, weil da hat man auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass man kämpft. Hier hat man eher das Gefühl, hey, ich muss immer in den richtigen Moment reagieren und kurz die Taste hier drücken. Ist ein kleines Reaktionsspielchen. Es ist doch kein Brawler. Also, sorry, Leute. Es kommt mal zwei. Gut, ich stelle mich auch ein bisschen blöd an. Das muss man natürlich dabei sagen. Aber schon Game Over? Das geht ja schnell. Also man hat definitiv nicht viele Versuche anscheinend. Okay. Ist halt so kacke. Treten könnte ja. Ah, okay, hier habe ich die Waffen. Also mit Select könnt ihr Waffen auswählen, merke ich gerade. Dem blinkt aber das Power. Kostet mich das Power oder warum blinkt das denn? Gute Frage. Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall auch Waffen. Also ganz so leicht ist das Spiel nicht. Ich stelle mich natürlich jetzt auch so ein bisschen blöd an, wie gesagt, aber das Kampfsystem, das macht einfach keinen Spaß. Ne? Ich versuche hier mal Billy, der blaue Ranger, keine Ahnung, wie gesagt. Was hat denn der für Waffen? Oh, der hat eine ziemlich coole Reichweite. Das ist natürlich sehr praktisch, weil die Reichweite, die hat hier immer so ein bisschen gefehlt. Ah! Ich glaube, das kostet Power, ne? Okay.
Also die Waffe sollte man nicht dauerhaft benutzen, deswegen blinkt die Poweranzeige auf. Was sagt die Musik? Die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da ich jetzt kein Experte, wie gesagt, der Serie bin, weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das jetzt hier ein Tune aus der Serie ist oder was komplett frei erfunden ist. Gute Kombination hier. Wieso habe ich es denn gerade so gut geschafft? Ein Versuch noch. Aber im Prinzip hätte man wirklich hier mehr rausmachen können, weil es gibt so viele schöne Beispiele für wirklich gute Brawler auf dem System. Vor allem daran hier natürlich die Turtles Teil 1 und 2. Sogar Double Dragon, das habe ich ja so gar nicht gemacht. Aber da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass man kämpft. Ich versuche jetzt gerade mal drüber zu springen, ob das klappt. Kann ja sein. Mit dem Timing, da bin ich noch nicht so... Also, das habe ich noch nicht so gut drauf, auf jeden Fall. Das ist sogar irgendwie vom Kampfsystem hier das Amazing Spider-Man, was ich ja nicht so wirklich abgefeiert habe, irgendwie besser. Wird eine relativ kurze Folge, also aber bevor ich jetzt nochmal anfange, das Spiel macht einfach keinen Spaß und das ist wirklich der große, große Fehler da dran. Theoretisch so viel Potenzial, wunderbar, aber so viel verschenkt. Technisch macht es einen guten Eindruck, aber nee, das Kampfsystem ist einfach Mist. Aber danke, dass ihr hier reingeschaut habt. Und wie gesagt, wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare damit. Und dann sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal, ihr fantastischen Menschen. Macht's gut. Tschüss.